wir sind wieder unterwegs in unseren Frühjahrsurlaub. Und zwar unser Ziel ist ja die Normandie und ja, wir sind jetzt in Belgien kurz vor Brüssel und sind hier in einen richtigen Wolkenbruch gekommen. Ihr habt eben gesehen, in dem kleinen Ausschnitt, und hoffen, dass das Wetter noch ein bisschen besser wird. Ja, wir fahren jetzt noch ungefähr 150 Kilometer, machen noch einen Zwischenstopp hier in Belgien und von da aus fahren wir dann morgen weiter an die Küste, an die Normandie. Ja, Freitag, 15.03. 16:30 haben wir jetzt, ich war heute Morgen noch arbeiten, deswegen fährt Anne wahrscheinlich noch die ganze Strecke und ja, hoffen wir, dass das Wetter ein bisschen besser wird noch gleich. Ja, wir sind jetzt hier angekommen auf dem Parkplatz für die Nacht hier. Direkt hier am Kanal, am Wasser. Eigentlich ganz schön. Ich bin auch hier ganz alleine. Ja, wird wohl eine ruhige Nacht werden. Wir machen jetzt noch einen kleinen Abendspaziergang. Hier direkt am Kanal, da wo wir auch parken, so auch 100 Meter sind wir jetzt gegangen, ne? Ist eigentlich ganz schön hier, nur recht frisch, deswegen Mütze und Schal. Ist so, 13 Grad. Ja, 12, 13 Grad, trotzdem, der Wind geht auch ein bisschen. Also hier geht es jetzt, ne? Eben bei dem Auto war das ein bisschen kräftiger vom Wind her. So. Wenn so bleibt, sind wir zufrieden. Aber wir gehen jetzt noch ein paar hundert Meter und dann geben wir uns auch wieder zurück in unser Auto, ne? Oder? Ja. Genau. Da auf der anderen Seite sieht man jetzt unser Auto. Das werden doch eher 5 Kilometer als ein paar hundert Meter. Ist noch ein bisschen weiter gegangen als gedacht. Unsere erste Kirche hier im Urlaub. Haben wir jetzt am Samstagmorgen. Ich glaube, ich packe gleich mal die Drohne aus. Hier sitzen wir jetzt gut in der Sonne. Wir sind jetzt hier gerade angekommen auf unserem Campingplatz in der Nähe von der Küste. 500 Meter sind das nur von hier aus. Da gehen wir auch gleich hin. Und erkunden da ein bisschen die Landschaft. Wir müssen jetzt noch warten, bis die Rezeption endgültig aufmacht um 14 Uhr. Da können wir einchecken
Und dann. Ja, jetzt haben wir mal schön Kaffee getrunken. Genau, da wandern wir auf jeden Fall mal los. Ja, wir sind gefahren. 3 Stunden, ne, ungefähr. Ja. Von dem letzten. Schön über Land. Den letzten Stellplatz, ja, war schön über Land. Kreisel zu Kreisel. War gemütlich. Kein Problem, ne? Kein Stau. Nee. Nee. Eigentlich richtig Spaß gemacht. Ja, vom Wetter her könnte eigentlich nicht besser sein. Sehr warm. Also es sind eigentlich beim Aussteigen waren es 12 Grad, aber es ist gefühlt 20 Grad. Ne? Kann man auf jeden Fall gut aushalten hier. Ja. Wunderbar. Ja, hoffen wir, dass es so bleibt in den restlichen Urlaubstagen. Dann machen wir heute Samstag, den zweiten Urlaubstag und ja, mal schauen. Wir sind jetzt hier an der Küste angekommen, am Meer. Und ja, man sieht im Hintergrund den Wellengang, der ist ein bisschen stark. Ne? Ja. Ja, wir gehen jetzt hier weiter die Küste entlang zu dem nächsten Ort. Hier wollen wir uns noch anschauen. Der heißt nochmal Cailleux-sur-Mer. Cailleux-sur-Mer. Den zeigen wir euch auch noch. Sieben Kilometer später sind wir jetzt wieder am Campingplatz angekommen. Ja, was soll man sagen, Anne? Also ein bisschen enttäuscht war ich jetzt schon. Ja, das ist halt von der Küste. Küste sind, das sind Steine aufge... Ja, geschüttet, ja. Geschüttet, ja. Und kann man ganz schlecht laufen. Gibt keinen richtigen Strand, ja, das wie man das so gewohnt ist. Ziemlich wenig Videos gedreht. Weil es gab einfach nichts zu sehen, ne? Mhm. Na gut, also morgen fahren wir schon wieder weiter. Ich denke, kann er nur besser werden und wird doch besser. Hier nochmal der Stellplatz. Camping. Und jetzt kochen wir was. Ja, ich habe schon wieder so einen Hunger. Wir verlassen jetzt hier den Campingplatz und fahren zu unserem nächsten Etappenziel. Ich denke, jetzt sind so 30 Kilometer ungefähr von hier. Cailleux-sur-Mer nennt sich der Ort, denn da haben wir uns auch einen Campingplatz ausgesucht und den werden wir jetzt gleich besuchen. Wetter ist ein bisschen ungemütlich heute, es ist am Regnen. Wir sind jetzt auch an den anderen Stellplatz gefahren. Den Campingplatz, den wir ursprünglich vorgesehen haben, der hat geschlossen. Und jetzt sind wir nach Le Trevent auf so einem Wohnmobil-Stellplatz. Da stehen wir eigentlich auch ganz gut mit Stromanschluss. Und jetzt haben wir hier die Kabinen entdeckt und damit fahren wir jetzt mal da runter. Keine Ahnung, was uns dann da unten erwartet. So, und jetzt geht's abwärts. Geht ziemlich steil hier runter. Ja, die Bahn führt von da oben, ich denke mal, das sind bestimmt 200 Meter. In der Terrasse da oben hier in den Ort runter. So auch noch nie gesehen. Sehr, sehr witzig. Auf dem Plateau parken wir und links sieht man auch, ja, ich sag mal, den Aufzug, mit dem wir in den Ort runtergefahren sind. Our hearts beat
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Gut, dass wir so klein sind. Laut Wetter-App sollte der Regen eigentlich um 13 Uhr aufhören, aber jetzt haben wir mittlerweile 2:30 und es ist immer noch im Regnen. Also darauf kann man sich auch schon nicht mehr verlassen. Heizlüfter dreht hinter uns seine Kreise. Wir sind jetzt zurück von der Wanderung. 13,5 Kilometer sind es jetzt doch geworden. Und ja, genau der Gegensatz zu gestern. Wetter schlecht, Stadt schön. Kann man kurz beschreiben, die Wanderung. Und ja, morgen fahren wir wieder weiter zum nächsten Etappenziel. Und Wetter soll auch besser werden. Also, ja, hoffentlich stimmt das. Da haben wir gute Hoffnung eigentlich. Ja, sieht gut aus. Anne. Schnell gemachtes Essen. Lecker, da freue ich mich. Guten Hunger. Montagmorgen um 7:30. Weg zum Baguette kaufen, die nächste Bäckerei. Hier ist noch richtig tote Hose. Jetzt hier in Diepe zum Einkaufen getankt, haben wir schon. Halt haben wir 1,84 Liter und insgesamt 133 Euro, glaube ich, war das, ja. Und jetzt, ja, jetzt kaufen wir hier ein. Da fahren wir auch schon weiter zu unserem nächsten Ziel. Das stellen wir uns gleich vor Ort vor. Nein, ihr kommt nicht mit. Und weiter geht's. Wir sind jetzt gerade hier angekommen in Wöhleroos, so ein kleiner Ort direkt am Meer, auch bekannt durch den kleinsten Fluss Frankreichs, so 1,1 Kilometer ist der nur lang. Und ja, den Ort schauen wir uns jetzt mal an, das ist dann einer der schönsten in der ganzen Normandie sein.
liegt ja auch direkt am Meer. Da sind wir jetzt auch gerade angekommen. Ich glaube, man geht noch ein Stück da unten am Strand entlang. Schlendern wir jetzt noch ein paar hundert Meter entlang. Hier von der Kulisse her ist das schon richtig gigantisch. Und ja, wir haben hier schönen Sandstrand, wo man gemütlich gehen kann. Nicht wie an den anderen Stränden. Es scheint hier in Frankreich mehr Kiesstrände zu geben. Hier im Hintergrund sieht man ihn. Den kleinsten Fluss Frankreichs. 1,1 Kilometer lang. Und wir sind auch jetzt so weit durch hier in dem Ort. Gehen zum Auto und fahren von da aus zu dem Campingplatz, den wir uns ausgesucht haben. Wir sind jetzt hier angekommen auf unserem neuen Campingplatz. War der zweite Versuch. Der erste Campingplatz, den wir angefahren haben, war mal wieder geschlossen, obwohl der Park von Land angegeben war. Ab März geöffnet, war schon der zweite oder dritte Versuch. Mhm. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, jetzt haben wir einen schönen Platz gefunden noch. Mhm. Ne? Das war auch ein Tipp von dem Kollegen, der uns... Der hat uns rübergeschickt von dem anderen. Ja, der war geschlossen, aber der Betreiber war da und hat uns dann hier rübergeschickt. Ja, deswegen sind wir noch gut hier angekommen und verbringen jetzt hier die Nacht. Mhm. Und morgen fahren wir wieder weiter nach Etretat. Hier ist unser Stellplatz auf dem Camping. Wir haben extra hier auf dem Weg geparkt, weil die Wiese doch sehr matschig ist. Und das wurde uns auch so angeraten, nicht ganz auf den Stellplatz zu fahren. Like a bird on a tree. Wir sind immer noch hier auf dem Campingplatz in Toussaint und wir drehen heute mal unser erstes Werbevideo, und zwar für die Firma Genussküche en Tour, ein kleines Unternehmen aus Baden-Württemberg. Die stellen Fertigprodukte her, die in solchen Gläsern hier zu euch nach Hause kommen. Wir haben zwei Stück davon getestet, gestern und vorgestern, jeweils wie in Frankreich üblich mit Baguette. Und ja, was soll ich sagen, hat uns hervorragend geschmeckt. Bestellen könnt ihr die mit unserem Rabattcode WILMAVAN, da bekommt ihr 15% da drauf. Und damit schlagt ihr direkt drei Fliegen mit einer Klappe, nämlich ihr unterstützt ein kleines Start-up-Unternehmen, ihr unterstützt ein bisschen auch uns und ihr habt immer was Leckeres in eurem Schrank stehen. Wir fahren jetzt gleich weiter und füllen noch unser Trinkwasser auf hier an der Station. Grauwasser haben wir eben schon entleert und ja, jetzt hören wir noch auf und dann, wie gesagt, geht's weiter. So, Fußmatte noch gereinigt und nachfüllen wir unseren Trinkwassertank. Der hat 48 Liter Volumen. Ist jetzt ja, gut halb leer. Wir füllen wieder auf, sodass wir für den Rest des Urlaubs genug Wasser an Bord haben. Wir fahren jetzt gleich weiter nach Etretat. Wird sicherlich einer der Höhepunkte hier unserer Reise. Und ja, damit beenden wir auch dieses Video. Der erste Teil, der zweite Teil fängt dann an in Etretat. Und ja, wie immer, Daumen hoch und Abo dalassen. Ne? Genau, bis demnächst. Forever free.